Guten Tag, Leute. Hier spricht euer Peter Gim. So, Leute, jetzt wie gesagt, jetzt wollen wir mal kurz mal wegen einer Position auf der linken Seite, Leute. Wir haben jetzt ein paar Spieler mal geguckt, Leute. 65, okay, da ist bei 65. Okay, da ist der, okay. Hernandez wäre halt, da ist zu teuer, Leute. Cancelaro wäre bei 81. Okay, Leute. Er wäre halt gut, aber drei. Oder bei ihm wäre halt, er ist doch jung. Und wir müssen jetzt so viel zahlen, Leute. Das wäre halt das Einzige. Karre. Oder ihn hole, Angelino 85, der ist 27. Es wäre die andere Option dann. Oder mal gucken noch mal beim Spieler mal. Warte, müssen wir mal kurz nur gucken, ob man den uns holen. Ah, da war es nur ein Rechter. Okay, das ist. Okay. Okay, das wäre. Oder haben wir noch guten Leute im Scout-Bereich, Leute, die da. Ja, das sind halt noch ein paar. Ja, rechte, das ist wie. Jetzt gucken wir mal bei ihm auf der rechten. James ist halt für die rechte Seite halt besser, Leute. Triple 8 auf der rechten. Das ist halt das Problem, die haben halt. RV sind. Er verlinge. Ja, das ist halt das Problem. Wir bräuchten halt auf der linken Seite eine. Und da haben wir halt in unserem Portfolio halt nichts. So, und dann würde ich noch sagen, gehen wir noch nach Amerika noch ein paar. Und wenn man noch ein Gu, alle ein Vierer, alle 66. Wollen wir gucken wirklich, dass wir noch einer kriegen, Leute. Ja. Okay, er ist rechts, Importe werden, Laporte, Innenverteidiger. Cisco, der kostet halt, boah, das ist halt richtig teuer, dieser. Der wäre gut. Meier, 85er für links, der wäre. Oh, ist leider ausgeliehen, okay. Ist ausgeliehen, okay. Der wäre halt ausgeliehen. Der wäre halt, aber da ist zu teuer, Leute. Der wäre nicht schnell. Mendes wäre eine Option, Leute, oder eher, ne, 30? Und, na, James nimmt, ne, ich will fast sagen, mal gucken mit ihm, Leute. Wenn man kriegen, wäre es halt ein mega, könnten, ne? Und dann schauen wir allgemein und noch ein bisschen unser Team noch ein bisschen an, Leute. Für Intima, gehen wir aber mit Kanzel noch außer LV tun wir ja dann wegmachen, Leute. Der wird dann weggenommen, dass wir jetzt ein bisschen Geld sparen. Mal gucken, ob man bitte 79 Mark wert, dass wir jetzt noch, dass wir jetzt ihn mit reinnehmen. Wieder Verkaufspreis natürlich hoch machen und dann machen wir mal. Oh nein, Scheiße, oh nein. Oh nein, ich hab. Ah, oh, super, Leute. Ah, wisst ihr was, Leute? Ich tue einfach noch mal. Okay, ich lade noch mal. Hoffentlich funktioniert so ein. Ah. Gucken wir mal, ob man uns hole. Ah, das war ein Fehler von uns, Leute, bitte.
So, und jetzt gehen wir nach, jetzt suchen wir ihn, jetzt gucken wir, ob wir ihn kriegen, Leute, ihn zu, von Man City, dann holen wir ihn von Man City, weil das wäre der einzigste, wo wir echt mal uns holen können. Er wäre eine Option in die Wunschliste setzen. Oder ist sonst noch irgendeiner der. Also ist der, da hatten überhaupt nichts. Aber so könnten wir es machen, Leute, dass wir ihn gucken, ob wir ihn kriegen, Leute. Ob wir ihn kriegen, oder tun wir kaum vorschlagen. Und dann versuchen wir so 30, 40 zu zahlen für ihn. Und dann schauen wir mal allgemein, was noch so passiert ist, Leute. Und dann im nächsten Ding. Weil es wäre halt nicht schlecht, noch einen guten Defensivspieler zu haben. Und wenn wir da noch Geld haben, dass man dann nur Spieler anbietet, dann würde ich fast, wie gesagt, ihn tun. Ihn nehmen wir mit, Leute. Wieder Verkaufspreis machen wir natürlich auch hoch. Ich glaube nicht, dass wir. Und jetzt sehe ich Sachen. Machen wir für ihn. Machen wir 50 Millionen. Mal gucken, ob sie ihn für 50 zahlen. Na, schauen wir mal. Bin ich mal gespannt, Leute. Okay, er ist mehr. Okay, 50 ist zu wenig, okay. Dann tät ich sagen, mal, versuchen wir es noch mal, Leute. 50 ist zu wenig, okay. Dann machen wir es mal aufs. Nehmen wir mal. Würde ich sagen, nehmen wir mal 60, Leute. Nehmen wir mal 60. Versuchen wir es mal mit einfach mal 60 und den gucken wir mal, ob sie ihn für 60 Millionen in uns geben. Ob sie ihn für 60 Millionen ihn geben, Leute. Schauen wir mal, ob er für 60 Millionen, das heißt für 60. Und Müller ist eine, guck mal, Müller ist eine, Achtung. Oh, er wäre, vier, das, oh, das ist wieder wer. So, mal gucken, Leute. Bei 60, schauen wir mal bei 60 Millionen, Leute. Schauen wir mal, ob er es für 60 Millionen. Müller wäre noch alle, irgendwie hätte ich echt Bock, Müller zu holen. Vielleicht können wir ihn für ein Jahr Ausleihe. Das wäre für ein Jahr Ausleihe sozusagen. Ja, das, Bock hätte ich irgendwie Müller mit nahe zu nehmen an. Und jetzt würde ich sagen, machen wir 60 Millionen. Mal schauen, ob da jetzt was sie will. Alter, 85 für ihn. Okay, Gegenangebot. Dann machen wir. 70 Millionen, das ist dann die. 70 Millionen wäre das andere, was man dann. Gucken wir mal, ob sie ihn für 70 Millionen geben. Oh, 70 Millionen, okay. Jetzt machen wir zwei. Ich denke, 82 wäre das Einzigste, wo wir uns treffen könnten, Leute. Weil mehr können wir echt. Mehr würde ich echt nicht. Wow, Junge, 72, Alter.
Alle, wir hätten ihn alle. Okay, Caravanzo hätten wir halt von nicht gekriegt, Leute. Okay, jetzt haben wir ihn, den Spanier haben wir jetzt nicht, aber dann würde ich sagen, dann würde ich fast dann auf die Transferliste setzen. Jetzt, dass wir dann wirklich 3, 4 Top-Verteidiger haben, Leute, auf dem. Wir würden fast alles akzeptieren bei ihm jetzt. Wir wollen ihn ins. Er ist 30, er kann noch so 4 gute Jahre spielen, Leute. Noch 3, 4 Jahre, so ein 3-Jahres-Vertrag passt optimal, Leute. Okay, Freigabesumme passt optimal, das passt optimal. Akzeptieren wir natürlich, alle ohne Freigabesumme ist immer das Beste, finde ich. Okay. Okay, haut mal gucken, ob mal so. Oh Gott, wir können echt in Alter. Oh Mann, wir können. Oh Gott, wir können. Okay, Leute, ihn können. Oh, pff, boah, Alter, den können wir echt. Okay, ihn. Wollen wir. Okay, für. Das ist jetzt. Ich weiß mehr. Das ist jetzt ein bisschen. Okay. Mal schauen wir den Tauschspieler mal. Das würde ich ablehnen. Pellegrini tun wir mal ablehnen. Nunes würde. Ne, beide würde ich sagen. Beide tun wir ablehnen, okay, das heißt. Okay, das heißt, ist mit dem RV links auf der linken Seite wird. Auf der linken Seite wird echt ein Problem, Leute. Auf der linken Seite wird echt ein kleines, haben wir echt ein kleines Problem, Leute. Auf der, ja, da haben wir echt ein kleines Problem auf der linken Seite, Leute. Aber ich würde fast sagen, wir nehmen einen hohen ihn jetzt noch für das Geld, Leute. So, wir haben noch ein bisschen Geld, Leute, 62. Gucken wir mal, ob wir irgendeinen finden auf der linken, für die RLV-Position. Ich würde aber sonst 16 lassen, aber ich geht maximal bis 25 machen, Leute. Oder 30 würde ich sagen. Bis 30, vielleicht finden wir doch irgendeinen Linksverteidiger, der Potenzial hat für, ja, vielleicht irgendein wie ein Freispieler oder halt, gucken wir mal, ob irgendein guter LV-Spieler drin ist, aber es sieht bis jetzt noch nicht gut aus. Wir können ja irgendwann dann noch die anderen auf der LV-Position. Wir brauchen jetzt einen Spieler, der schon Werte hat, Leute, die wir mal benutzen können, weil mehr haben. Ja,
Das Ding, weil das ist unser großes Problem, nur die LV-Position. Ja, es sieht nicht so danach aus. Und da sieht es echt nicht danach aus, dass man noch angreift defensiv. Da haben wir keinen. Wir haben halt schwer Defensivspiele. Das ist halt das Problem bei uns, ne? Das ist halt das Problem, was wir jetzt haben, Leute. Und wir haben halt keinen anderen Spieler, der besser ist wie er. Und das ist halt das große. Ja, das ist halt unser großes Problem, was wir haben auf der Linken. Wir hätten Inoris hätten wir, aber den hätten wir nicht. Domiling hätten wir. Das ist halt jetzt lassen wir ihn bis mal oder wir müssen halt gucken. Das ist halt die Problematik, Leute. Aber ich würde sagen, das FA Cup Commission Shield Spiel werden wir erst beim nächsten Mal spielen. Somit sagt für heute euer Peter Gaming. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.